Hallo ihr Lieben, ich bin's, Andrea aus der Bastel-Oase. Ich grüße euch. Ja, ich war doch gestern nochmal bei Action und habe für euch so ein Mini-Mini-Mini-Haul, weil es gab nichts. Die ganzen Regale waren total leer. Ich hatte ja gehofft, dass ich noch ein paar von den neuen Stanzen kriege oder von den neuen Stempelkissen und so. Nix. Alte Stanzen waren jede Menge da, aber von den neuen war nichts da. Aber ich zeige euch, was ich gekriegt habe. Und zwar, ich habe wieder mitgenommen ein doppelseitiges Klebeband. Und zwar dieses Abstandstape. Das benutze ich ja immer wieder. Und das verflüchtigt sich bei mir auch ganz dolle. Dann habe ich mir einmal mitgenommen, Gabriele Sabatini. Und zwar Parfum. Das habe ich jetzt gar nicht mehr eigentlich auf der Reihe gehabt, dass ich das auch mal mitgenommen habe. Ich mache das mal auf. Ja, wir mussten da leider ganz schnell wieder raus, weil so ging das nicht so gut. Und deswegen habe ich da eigentlich ein bisschen Wehr eingekauft. So, ich muss mal gucken, wie riecht das denn? Kann ich das noch von früher? Gut. Ja, ich lasse das mal wirken. Ich weiß gar nicht, ich habe früher Gabriele Sabatini viel gehabt, aber ich glaube, die sah anders aus, die Flasche. Aber es riecht nicht schlecht. Aber es ist jetzt für mich selber jetzt auch nicht der Brüller. Gudi, dann habe ich natürlich Kekse mitgenommen. Und zwar ist es nur ein Paket von mehreren Paketen, die ich mitgenommen habe. Diese Kekse sind super, super, super lecker. Da esse ich immer so ein oder zwei zum Kaffee, weil ich will ja ein bisschen mit meinem Gewicht achten. Dann habe ich mitgenommen diese Kalender, nicht diese Notizheftchen. Die brauche ich am laufenden Band. Da schreibe ich immer alles Mögliche rein. Und die sind sehr schön. Und das Schöne daran ist, auch wenn man da reingeschrieben hat und es ist erledigt, dann reißt man einfach die Zettel raus. Davon habe ich mir zwei Stück mitgenommen. Dann habe ich mir noch mal hier so eine Mini-Color Malbücher mitgenommen. Und ich fand die Motive einfach ganz herzig. Und da wollte ich mal gucken, da kann man doch bestimmt ganz toll auch mit so eine schöne Kinderkarte machen. Ich glaube, das werde ich gleich mal machen. Also ich habe noch wieder eine Explosionsbox im Kopf, die ich machen will. Aber ich glaube, ich ziehe einmal kurz die Kinderkarte vor. Und mit Kätzchen. So süße Motive. Ja, Dino darf natürlich auch nicht fehlen. Das Schaf ist ja auch ganz süß. Der Affe. Der Wurm. Kaktus finde ich auch nicht so schlecht. Der Vogel ist auch total süß. Ja, wie gesagt, also ich werde da gleich mal eine Karte mitmachen. Und dann könnt ihr sehen, ich nehme euch da auch ganz mit. Ich habe gestern ja noch, ihr habt gestern in die Kommentare ja auch noch geschrieben, dass ihr gerne die Maße auch haben möchtet. Na? So, dann habe ich hier noch einen Stempel mitgenommen. Und ich habe hier dieses Metallic Aquarell Box habe ich noch mal mitgenommen. Da habe ich mich gefreut, dass sie die hatten. Und da koloriere ich ja meine Fulda, die Prägefulda. Wenn ich damit geprägt habe auf Papier, dann koloriere ich das damit. Das habe ich ein Video drüber gemacht und das ist so cool. So, und dann habe ich gekriegt und ich hoffe mal, dass das neu ist. Weil die war nämlich im Angebot, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich diese Motive schon gehabt habe. Und zwar die Aquamarker. Da habe ich einmal diese Farben. Ich glaube, ich habe sie auch alle gekriegt. Dann lila Töne. Ich muss mal gucken, welche ich hoffentlich nicht alle doppelt habe. Dann gab es Orangetöne. Dann gab es Naturtöne. Und die sind diese Woche im Angebot. Und dann gab es auch die Grüntöne. So, liebe Leute, das war schon mit meinem Mini-Action-Haul. Es kommt noch, wenn ihr Lust habt, jetzt eine Bildergalerie. Joe hat fotografiert
Wollen wir mal schauen, was er da so fotografiert hat. Ich weiß das nämlich auch nicht, weil wir die Gänge verschieden durchgegangen sind. Aber wie gesagt, wenn ihr Lust habt darauf, bleibt dran und guckt euch das gerne an. So, ihr Lieben, ich mache jetzt, wie gesagt, gleich die Kinderkarte hinterher mit dem Video. Das ist aber ein extra Video, deswegen sage ich erstmal ganz liebe Grüße. Bis nachher, Andrea aus der Basteloase.